Hallo Leute und willkommen zurück zu Sallys Salon. Weiter geht's mit Level 51. Sie baden gerade ihre Hände darin. Jetzt ist es wohl soweit, mehr über Nägel zu lernen. Kombiniere alle Nagellack-Accessoires. Okay. Oh, wie süß. Schau, April, Prinzessin Minifee hat jetzt einen Pony und eine Maniküre. Darf ich sie mal halten? Klar, du bist meine beste Freundin. Sie ist wunderschön. Du kannst es echt toll. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Du bist traurig? Wie kann ich dir helfen? Es ist wegen meiner Mama. Sie sagt, dass wir keine Freunde mehr sein dürfen, weil deine Mama auch nur ein Dienstmädchen ist, genau wie sie. Oh. Sie sagt, dass ich nur mit dem Mädchen befreundet sein soll, für deren Mütter sie arbeitet. Aber die sind gemein zu mir. Sie sagen, dass meine Kleider doof sind. Deine Kleider sind auch prima, genau wie du. Tut mir echt leid, dass sie das gesagt haben. Ignorier sie einfach. Du bist nicht böse auf mich? Böse auf dich? Wir sind Schwestern auf immer und ewig. Ich liebe dich, Sally. Und ich liebe Prinzessin Minifee. Behalt sie, sie gehört dir. Wirklich? Bring sie nur alle paar Monate zum Nachfärben vorbei. Hier, ich will dir auch etwas geben. April, nein, nicht. Das Silberamulett meiner Oma, ich will es dir aber schenken. Das sieht sehr teuer aus. Prinzessin Minifee ist nicht einmal so viel. Ist mir egal, ob es teuer ist. Sogar die teuersten Dinge der Welt bedeuten mir weniger als du, bitte. Oh, wie süß die beiden sind. Oder waren, besser gesagt. Wo zum Teufel sind denn alle? Hallo? Hallo? Grundgütiger, arbeitet ihr überhaupt einmal jemand? Wenn ich nur Hände hätte, dann würden mich alle darum beneiden. Kann ich helfen? Oh Leute, ich habe übrigens über eine Woche jetzt nicht aufgenommen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde absolut verkacken. So, das hier kaufe ich auch nochmal. Dann würde ich sagen, einfach mal das hier. Und das kommt ja noch hinzu. Wir sind ja jetzt im neuen Kapitel. Also alles nochmal neu, alles irgendwie zurück auf Anfang. Und ja, wir legen mal los. So, was muss ich machen? Nagellack-Accessoires kombinieren. So. Ich mache das einfach mal. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal richtig. Kann ich auch 1, 2, 3? Geht das auch? Oder zwei davon? Oder... Moment, hat das jetzt... Das hat funktioniert. Ach, die beiden. Und das vielleicht nochmal? Das hätten wir geschafft. So, wo schicke ich dich denn hin? Wo ist denn der Tisch? Ach, da unten. Alles klar, hallo Karl. So, wir sind jetzt also im Nagelstudio. Schön, schön. Ach, das war genau das, was ich dabei hatte. Naja, egal. So, ich habe hier unten aber gerade nur einen Tisch, ne? Gut, das bedeutet, du gehst nach oben und du gehst hier hin, wenn du nicht gerade so super wütend bist. Ich versuche mich ganz, ganz schnell um dich zu kümmern. Was muss ich da machen? Sogar eine gottähnliche KI mag schöne Nägel, ziehe und feile den Nagel. Legere Leistung. Wähle jetzt eine neue Spitze. Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, okay. Also, du gehst da oben hin und dich schicke ich hier hin. Okay, noch alles relativ übersichtlich hier. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ach, hätte ich jetzt auch eine Kombo machen können, ne? Das hier und das hier. Und du kommst nach unten. Ich könnte meinen Kaffee anstellen, ne? Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Du gehst hier hin, wir trinken Kaffee, dann komme ich zu dir. Du gehst nach oben. So, dann bekommst du rosa und hellblau, würde ich mal sagen, ist das. Komm, wir kassieren mal eben. So, dann setzt du dich nach unten, dann könnt ihr zwei nämlich direkt tauschen. Ich stelle noch meinen Kaffee an. Und du musst da jetzt einen Moment warten. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Eben Kaffee trinken, das ist für dich. Ja, ich weiß, du wirst gleich wütend, aber die Troller hier unten muss erst weg. So, jetzt kannst du hier hin. Sollen wir nochmal Kaffee anstellen? Warum eigentlich nicht, ne? So, ich komme zu dir. Achso, das ist mit dem Pfeilen, okay. Welcher ist das? Der? Ah, okay, gut. Fand ich aber, ehrlich gesagt, bis jetzt diesen Sauna-Club, hört sich immer so doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Sauna-Ding, das fand ich am schönsten, glaube ich, bisher. Das
ist jetzt auch wieder so alles sehr pink, sehr, ja, keine Ahnung. Und dieser Beachclub war ja auch nicht besonders cool. Das war ja doch irgendwie eher langweilig für einen Poolclub. So viel Pool war da ja dann doch nicht. So, ich komme zu dir. Es läuft aber ganz gut, ne? Dafür, dass ich jetzt, wie gesagt, eine Woche... Das ist ja, was ist das denn für ein Nagel? Der oben so... Was ist das denn? Ja, was ich sagen wollte, gar nicht so schlecht dafür, dass ich jetzt hier eine Woche nicht aufgenommen habe. Aber gut, verlernt man ja auch nicht, ne? So, komm, wir hauen uns mal eben kurz einen Kaffee rein. Dann bekommst du rosa und hellblau. Und dann schicke ich dich hier hin. Und ich bin natürlich super gespannt, was da jetzt mit Sally ist. Das hat man ja beim letzten Mal auch gar nicht mehr erfahren, ne? Sie wurde da angeschossen. Zumindest sah es so aus, als hätte sie tatsächlich auch die Kugel abbekommen. Ja, bin ich gespannt, wann wir sie wiedersehen, ob wir sie wiedersehen. Und vor allem freue ich mich natürlich darauf, endlich wieder den Nathan wiederzusehen. Fünfer. Ich hoffe, er beglückt uns gleich mit seiner Anwesenheit. Oder aber der bescheuerte Finn mit seinem komischen Mund und Duckface und keine Ahnung. So, hätten wir geschafft. Sehr schön. Oh. Ja, sie ist definitiv tot. Nein. Schuss direkt durchs Herz. Es ist deine Schuld, dass sie tot ist. Tot ist, wie sie ist. Am Ende der Straße gibt es einen Matratzenladen. Ich laufe schnell dorthin und hole ein Laken. Es tut mir so leid. Ich wollte doch nur den Hund erschießen. Auch nicht viel besser. Ich wünsche mir eine Zeitmaschine, eine Reise zurück. Sie hat ihre Augen geöffnet. Zombie! Bruder. Sally, geht's dir gut? Das Amulett hat die Kugel gestoppt. Retter! Hey, ich bin schließlich keine Ärztin. Ich muss wohl nach dem Herzschlag des Amuletts gehorcht haben. Oh, geht es ihr besser? Aber ich habe gerade 10 Mäuse für dieses Laken ausgegeben. Sally, bleib ruhig, nicht aufstehen. Kann jemand ein Kissen für ihren Kopf besorgen? Vielleicht ist ja im Matratzenladen ein Umtausch möglich. Man kann gespaltener Meinung sein, ob es mir als Orsch gelungen ist, dem Familiennamen gerecht zu werden. Leute, wir müssen ins Happyville, es geht um Olivia, ich kann die Stimme gar nicht mehr von ihr. Sally, was ist los, Liebes? Hast du Schmerzen? Ich habe Aprils Amulett zerstört. Aber das Amulett hat ihr das Leben gerettet. Sally, ist das nicht schön? Die mit der Schere tanzt. Du hast es immer noch drauf. Führe so viele Schnellaktionen durch, wie du kannst, okay? Ist wahrscheinlich nicht so schwer. Also, Eugenia diese Dokumente unterzeichnen zu lassen, war einfacher als gedacht. Aber warum fühle ich mich dann so... Nein, Reue ist eine Illusion. Und das Beste ist, dass niemand hier ist. Jetzt müssen wir nur noch von hier verschwinden, ohne dass etwas Lächerliches... Geburtshelfer! Es tut weh! Wir müssen sie in ein Krankenhaus bringen. Ich kann die Stimme echt nicht mehr. Dafür haben wir keine Zeit, Frau. Das Nagelstudio. Ich bin dort diese Woche die Vertretung. Ist ein Chaos. Hilf mir. Jemand muss Wasser kochen. Und wir müssen auch irgendetwas für Olivia tun. Hallo. Muss ich euch daran erinnern, dass dies ein Geschäft für Leute mit Haaren ist und nicht für Neugeborene? Der Kopf des Babys steckt fest. Ich kann das fühlen. Was sollen wir tun? Hey, wenn es ein einbeiniges Mädchen ist, können wir sie dann Anlena nennen? Verstehe ich den Witz nicht? Wenn es ein einbeiniges Mädchen ist. Anlena? Oh Gott, ist der... ist das doof, Leute. Wirklich jetzt. Die stark ätzende Bodylotion. Wir können sie als Schmiere nutzen. Was? Alter, was? Hier, Olivia, halte nur noch ein wenig durch. Atme. Ja, ist denn heute schon der Kopf da? Was kann ich tun? Handtücher. Was? Es tut weh. Irgendetwas stimmt nicht. Halte durch, Olivia.
Sind wir uns sicher, dass das der Kopf ist? Olivia, kannst du mich hören? Was? Warum gehen die nicht ins Krankenhaus? Was soll das? Ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Aber gut, also bekommt die da jetzt einfach im Wellness-Center einfach so mal ihr Baby. Okay, das ist natürlich super. Und François hat eine ätzende Bodylotion und der andere Typ, der Finn, hatte eine Schere. Wahrscheinlich für die Nabelschnur. Meine einzige Schwäche, Fische, setze deine Gliedmaßen... Was? Moment. Setze deine Gliedmaßen ein, bewege sie zur richtigen Stelle. Ach, die Fische. Ziehen finde ich immer doof, aber okay. Das ist übrigens auch eine Aktion. Ich weiß nicht... Ah, Moment, hier eben drin. Ich weiß nicht, warum. Also, das bieten ja viele Studios an mit diesen Fischen, ne? Ich finde das absolut ekelhaft. Also, ich will das nicht verurteilen, wenn Leute das machen, so überhaupt nicht. Aber ich persönlich, ey, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht wäre es gar nicht so ekelhaft, aber... Boah, nee, ich finde das... Ich weiß nicht. Ich kann auch gar nicht wirklich sagen, was ist das denn? Ach, so ein trockener Dings, wo ist denn das hier? Ah, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, ne? Hallo, Karl. Ja, ich kann euch nicht sagen, warum. Warum ich das so schlimm finde, aber es ist einfach nicht, überhaupt nicht mein Ding. Was ist denn da mit dir? Bist du jetzt schlecht drauf? Achso, erstmal feilen. Wieder der komische Nagel. Achso, da oben muss ich gar nicht hin. So, du kommst hier hin. Ach, jetzt habe ich auch zwei, sehr gut. Nee, keine Ahnung. Habt ihr das schon mal gemacht? Das gibt's ja auch, also klar, hier in Deutschland natürlich, aber meistens ja auch im Ausland irgendwo. Keine Ahnung, wenn man im Urlaub ist, dann hier Wellness-Center-mäßig. Aber, ja, keine Ahnung, ob es der Gedanke ist, dass die... Doch, ich glaube, es ist der Gedanke, dass die Fische dann den Füßen knabbern. Das ist... Oder was heißt knabbern, ne? Aber ich glaube, das ist das, was ich echt uncool finde irgendwie. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr sowas schon mal gemacht habt? Warum kassiere ich jetzt? Ich wollte echt Kaffee machen. Ob ihr sowas schon mal gemacht habt? Und genau das würde ich gerne wissen, ob man das merkt. Also spürt man das so richtig? Ich sollte vielleicht auch hier mal meine schnellen Kombos machen, ne? Also merkt man das? Ja, keine Zähne, die können ja nicht so richtig knabbern. Das sind ja auch, glaube ich, diese Saugfische, ne? Also die auch immer so an der Scheibe im Aquarium saugen. Ich kenne mich nicht aus mit Fischen, keine Ahnung. Aber ich glaube, die sind das. Aber ja, wie gesagt, mich würde interessieren, das ist der Nagel, ob man das in irgendeiner Art und Weise merkt. Ich wollte Kaffee trinken. So, den schicke ich hier hin. Aktion habe ich gemacht, das ist gut. Ich bin auch doof, ne? Jetzt habe ich den Kaffee getrunken und bin danach gar nicht mehr gelaufen. Auch nicht sonderlich schlau, aber gut. So, komm, wir kassieren mal eben. So, dann kommst du hier unten an den Tisch. Ja, Helen, schön, dass du auch schon hingehst. Wollte ich eigentlich noch gar nicht, aber passt schon. Erstmal gelb und blauen Nagellack holen. Könnte auch ein helles Grau sein. Dich wollte ich eigentlich dahin schicken. Komm, du gehst hier zu den Fischen. Dann hole ich erstmal den und den. Bitteschön. So, dann klatsche ich dir da die Fische dran und führe die zu deiner... Ach, nee, doch nicht. Für die zur richtigen Stelle, wollte ich gerade sagen. Ich mache mal eben Kaffee, muss ich ja nicht jetzt sofort trinken. Ach, das Level geht auch gar nicht mehr so lang, ne? Okay, so rosa und blau oder grau, keine Ahnung, Anthrazit-Tropfarben, ich weiß es nicht. So, dann haben wir den und den. Bitteschön, dann stelle ich das schon mal an. Zwischendurch trinke ich einen Kaffee, den schicke ich nach oben. So, dann gehst du dahin, dann hole ich mir das. Dann ist das für dich. Damit die Nägel auch schön schnell trocknen, härten, wie auch immer. So, jetzt aber kann ich was mit den Fischen machen? Ja, das sieht gut aus. Also hier hin, ihr Lieben. Vor allem sind das so krasse Goldfische, so richtige. Ach ja, schön, was hier alles so abgeht. Ja, also Sally hat überlebt und direkt das nächste Drama, es wird ein Kind geboren. Was hier alles abgeht, echt. Da hätte man sonst 5 Spiele für gemacht und aus jedem eine ganze Story. Und hier klatscht man es einfach so zusammen. Und es passiert ein Drama nach dem anderen. Was ist das denn Geiles? Ey, Nathan, meine Liebe des Lebens. Hä, ist das Kind jetzt schon da? Was? Glückwunsch, Zwillinge. Wirklich? Also, 2 Paar. Was? Kein Wunder, dass ich ohnmächtig wurde. 4? 5er. Nein, nicht wirklich. Keine Sorge, das sind nur extra Handtücher. Ich bin so glücklich. Danke euch allen. Aber besonders dir, François, dafür, dass du mich bis hierher getragen hast. Pff, ich kann euch beide mit meinen kleinen Zehen heben. François, ich hatte zwar gesagt, dass ich diese Kinder ohne dich großziehen will, aber ich bin froh, dass mindestens eins von dir ist. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, als ich zu Happyville
Kryobanking. Achso, das ist die Samenspendebank. Meine Spende jemals zu so einem niedlichen Wurf beitragen würden. Moment mal, du meinst doch nicht etwa die Happyville Kryobank in der West 83. Straße? Die gegenüber vom Taco-Stand? Was? Bei dem alles einen Fünfer kostet? Mist, jetzt fange ich auch schon an. Aber in der Woche vom 22. wart ihr doch hoffentlich nicht alle dort, um zu spenden, oder? Was? Gut, dass es ein Fünferwurf ist. Also 1, 2, 3, 4. Was? Ein Kind vom Finn, eins vom François, eins vom Orsch, eins vom Nasen, was? Oh Gott, Red Shirts leben gefährlich. Die Schildkröte und der Hase können uns mal zeigen, allen wie es geht, ohne dass du dich bewegst. Was? Er hat die jetzt von jedem Kind? Was? Es tut mir leid, dass ich so versucht habe, dich zu ermorden. Kein Problem, das kann jedem mal passieren. Ich war so wütend, nachdem ich dein Geld gestohlen hatte. Absolut verständlich. Es war nie meine Absicht, auch Sally zu verletzen, nur dich. Sie wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Sie hat nur einen kleinen Rippenbruch. Alles ist also in bester Ordnung. Ich bin so froh, dass es uns gelungen ist, hier zu sein, bevor mein Todesfall in deiner Wohnung noch jemand... Was? Britney, du lebst! Hast du schon mal eine Leiche mit solch einem Hammerpony gesehen? Wohl kaum. Der Wein, nicht trinken, er ist vergiftet. Hashtag Finger weg. Der Wein ist der Oberknaller. Ich habe schon die Hälfte davon getrunken. Und du fühlst dich nicht schläfrig? Nicht mehr als sonst. Darin ist übrigens eine tote Spinne. Sie ist in eine Grube mit Messern gekrabbelt. Super eklig. Bisnelda ist tot, aber ich habe die Spitzen noch mit dem Teppich abgedeckt. Bist du dir sicher, dass der Teppich größer als die Grube war und nicht hineingerutscht ist? Ich kann aber auch nichts richtig machen. Ich bin die erste Generation von Orsch, wo der Name eine Lachnummer ist. Aber nicht doch. Es war kein fairer Kampf. Alle meine Teppiche sind winzig. Ich sollte den Wein aber einmal probieren. Ich dachte, dass du nur die halbe Flasche getrunken hast. Sind sie weg? So viel zu sauberen Laken. Was, ey? Oh mein Gott, dieser Wein ist voll der abgefahrene Scheiß. Gewiss. Böds Wein befeuerte Begeisterung war so groß, dass sie uns in eine Grube mit Messer gerollt hat. Glücklicherweise sind meine natürlichen Instinkte aktiv geworden. Also, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber schön, dass dir meine Wohnung gefällt. Aber jetzt auf ins Happyville. Das ist alles einfach nur durch hier. Ganz ehrlich, dieses Spiel macht mich fertig. Wirklich jetzt. Und ich sollte vielleicht mal den hier für die Kundenzufriedenheit, beziehungsweise Kundengeduld, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Kundengeduld. Ich habe jetzt noch 275. Dann würde ich sagen, komm, kaufen wir einfach mal den hier. Passt schon. Oh, jetzt haben wir hier zweimal die Zange, da haben wir auch irgendwas. Stehe 30 Sekunden still. Okay, das machen wir direkt am Anfang. Dich kann ich aber schon mal hier hinschicken, ne? Dürfte kein Problem sein. Ach ja, dann entspannen wir einfach mal ein bisschen. Mal schauen, ob wir es gleich noch schaffen, sie zu behandeln oder ob sie... Ah, sie wird wütend. Okay, haben wir schon die erste Kundin verloren. Aber ich mache das lieber am Anfang als irgendwie so mittendrin oder ganz am Ende. Komm, verzieh dich, Alte. Ich behandle dich heute nicht mehr. Oder vielleicht doch? Ich behandle dich doch noch. Hey, kannst du von Glück reden? Ziehe die Anzeige an die richtige Position. Oh nein. Ja, ach, das erkennt man wieder so schlecht. So ist die happy, ne? Ja, gut. Mag ich nicht besonders, diese Minispiele, aber ist schon okay. So, du bekommst dieses Ding. Ist das? Was? Ach, ah, das dauert. Was ist das? Ich habe jetzt erst gedacht, ja, Moment. Macht sie da irgendwas? Ja, kann man nicht erkennen. Ich dachte jetzt erst irgendwie für Hornhaut oder so, aber was macht das da drin? Ich habe keine Ahnung. So, dann kommst du hier unten an den Tisch. Dann habe ich Karl irgendwo gehört und jetzt auch gesehen. Dann nehmen wir die Zange mit und das hier mit. Wo kann ich die Zangen denn überhaupt auffüllen? Ich habe es... Ach, das dauert beides. Ach, muss man das desinfizieren? Ist das zur Desinfektion? Auf jeden Fall haben wir da drei Pfeilen. Das ist so ein Hornhautding, ne? Moment, dann schicke ich dich dahin. Wo fülle ich das überhaupt auf? Ach, da... Okay, weiß ich da auch Bescheid. Also, du gehst hier hin. Ich habe doch jetzt zwei Tische, sollte ich vielleicht mal dran denken. Dann kannst du nämlich hier hin. Omi geht zu den Fischen. Dann haben wir das für dich. Dann gehe ich zu Omi, dann stelle ich mal im Fix den Kaffee an.
So, hier müssen wir ziehen. Dann komme ich nochmal zu dir. So, dann müssen wir... Huch, wo ist mein Mausfall? Da ist er. So, dann schicke ich dich nach oben. Dann kassiere ich mal eben. Da kümmert sich der Supercomputer. Sehr schön. Ich fülle mal kurz auf, wenn ich gerade Zeit habe. Dann würde ich sagen, trinken wir jetzt einen Kaffee. Dann nehme ich das mit. Das mit. Komm erst zu dir, dann zu dir. Und ich stelle auch direkt den nächsten an. Helen? Warum? Ach, kann ich noch nicht. Okay. Kaffeemaschine war noch nicht bereit. So, die Fische an Omas Füße. Bitteschön. Und du gehst da oben hin? Ich habe dich eigentlich da oben hingeschickt, aber macht nichts. War wohl dann doch nicht richtig. Was kann ich für dich tun, meine Liebe? Ach, das macht der Supercomputer. Sehr schön. Dann gehst du hier unten hin. Ach komm, dann trinke ich jetzt mal eben einen Kaffee. Dann kann ich dich nämlich hier hinschicken. Zu dir. Feilen, feilen. Und diese Nägel. Nee, diese Nägel. Doch noch ein bisschen länger. Und was machen wir bei dir? Zange und whatever. Oder wird das gekühlt? Ich muss aber auch gestehen, ich gehe nicht zur Fußpflege. Es gibt ja Menschen, die gehen da regelmäßig hin. Ich gehe da nicht hin, weil ich immer denke so, hey, das kann ich alles selber machen. Ich kann mir selber die Fußnägel lackieren und weil sie nicht feilen und pipapo, da brauche ich nicht zur Fußpflege gehen. Denke ich immer. So, also denke ich nicht nur, mache ich auch so, aber es gibt ja viele Menschen, die dort regelmäßig hingehen. Und vielleicht kennen diese Menschen dann diese Gerätschaften und wissen, warum die hier in so einen Behälter kommen. Also Zange ist, denke ich mal, klar. Wobei, so eine Zange für die Fußnägel, ey, was sind das dann für Dinger? Naja, gut. So, du gehst hier hin. Dann haben wir einmal diesen Schaber-Löffel. Whatever. So, nehmen wir mit. Das ist für dich. Dann komme ich eben zu dir. Was ist mit dir da unten? Ach, dich soll ich vielleicht auch mal da oben hinschicken, ne? Warum funktioniert das nicht? Ah, Helen geht schon mal hin, das ist gut. Dann schicke ich dich nach unten. Das macht der Supercomputer. So, ihr seid soweit fertig. Dann kommst du noch. Und wir schaffen hoffentlich die 3 Sterne. Dann warte ich noch eben auf sie. Dann machen wir da eine Kombo. Juhu, geschafft. 226. Sehr schön. Ich denke nicht, dass du schon aufstehen solltest. Der Arzt hat 6 Wochen Bettruhe verordnet. François, mir geht es gut. Außerdem haben Ärzte keine Ahnung, welche Heilungskräfte Salons bei Wunden haben. Ein vernachlässigtes Forschungsgebiet. Ich weiß nicht. François, was ist die Aufgabe eines Arztes? Leben retten. Und wie viele Leute sind gestorben, seitdem sie damit begonnen sind? Mich in Mathe zu schlagen beeindruckt mich überhaupt nicht. Ich hol dir einen Eisbeutel. Bekomme ich eine Tasse Kaffee? Jetzt bin ich überzeugt, dass du wieder gesund bist. Danke, Pflanze. Was? Was? April, stopp. Wie geht es dir? Es tut nur weh, wenn ich atme. April, ich... Helen, was ist los? Diese CEO, Eugenia, ich habe sie gerade gefunden. Hier, in einem dunklen Gang. Gott sei Dank, wie geht es ihr? Sie ist tot. Oh, oh. Oh, oh. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich gucke mal gerade 1, 2, 3... Ja, 2, 3 Folgen noch. Die Storys sind ja immer sehr lang zwischendurch. Ich würde mal sagen, 3 Folgen noch, ne? Bis 57 in der nächsten Folge oder bis 56. Ja, vielleicht auch nur 2 Folgen. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.